Willkommen zurück in Spielberg zum heutigen Qualifying bei der Formel 2 in Österreich. Die Fahrer sind startklar und ich gehe davon aus, dass wir einen heftigen Kampf um die Pole Position erleben werden. Und damit herzlich willkommen zurück zur Formel 2 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Die beiden Rennen in Österreich stehen an, doch bevor wir direkt zum Hauptrennen springen, müssen wir uns natürlich erst einmal noch um eine Startposition qualifizieren. Und das tun wir, wie bisher immer in dieser Karriere, in einem Blitzqualifying. Das heißt, wir haben nur eine einzige Runde Zeit, um eine gute Runde zu setzen. Und das wird diesmal vielleicht ein bisschen schwieriger, denn wenn wir mal hier aufs Wetter rüberschwenken, es regnet. Das habt ihr auch vielleicht am Anfang schon gesehen. Das an sich ist ja nicht unbedingt ein Problem, aber das Rennen selbst wird trocken sein. Und auch das Sprintrennen wird trocken sein. Und du merkst vielleicht, auf was es hinausläuft. Auch das Training, welches vor dem Qualifying war, war trocken. Ich habe mich also auf diese nassen Bedingungen nicht so wirklich vorbereitet. Das Fahrzeug-Setup und das Fahrzeug selbst an sich ist auch nicht so wirklich jetzt auf diese Bedingungen vorbereitet. Das könnte schon sehr spannend werden. Ich möchte es natürlich noch nicht schwarz malen, ganz ehrlich, weil bis jetzt liefen diese Blitz-Qualifyings zu meiner eigenen Überraschung immer sehr, sehr gut in dieser Karriere. Deswegen mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch was Cooles hin. Ich habe mir trotzdem natürlich die Möglichkeit genommen, um mal zwei, drei Ründchen im Hotlap-Modus zu fahren, um da mal so ein bisschen die nassen Bedingungen zu checken. Die waren dort aber natürlich auf Heavy Rain und nochmal ganz anders als hier. Und also ja, genau diese exakte Bedingung ist jetzt natürlich neu für mich. Mal schauen, was geht. Mal schauen, was ich so hinbekomme, und selbst wenn es jetzt mal nicht der Platz an der Sonne sein sollte, dann dürfte es vielleicht im Rennen gleich richtig spannend werden, denn die Trainingszeiten im Vergleich zur Konkurrenz sahen doch sehr gut aus. Ich fühle mich wohl in Österreich hier auf dem Red Bull Ring, und bevor wir jetzt aber dann gleich auf diese eine schnelle Runde gehen, schauen wir uns ganz kurz mal noch das Setup an. Als Basis diente tatsächlich das Setup aus den Frankreich-Rennen. Also selbe Flügeleinstellung, 4-5. Ich habe erst überlegt, mit mehr Flügel zu fahren, aber dann dachte ich, nee, komm, Österreich hat drei doch sehr starke Abschnitte, also in Form von, da braucht man Power, also drei lange Geraden. Das sind ja auch die drei DRS-Zonen, aber DRS hat man halt nicht immer, und deswegen eher Flügelsetting ein bisschen weg von der Mitte. Also kein 6-6-Flügel oder so, sondern wir bleiben bei 4-5. Ansonsten gehen wir es mal noch schnell durch, den Rest. Da ist jetzt keine wahnsinnige Besonderheit dabei. Vorne beim Radschutz habe ich ein bisschen nochmal erhöht oder gesenkt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also mehr in den Negativwert. Und die Spur habe ich, glaube ich, in Frankreich mit 0,10 gefahren. Jetzt mit 0,12, wie ich es auch schon sehr oft hier in der Karriere getan habe. Bei der Radaufhängung habe ich die vordere Aufhängung ein bisschen weicher gemacht. Einfach, das hilft beim Anbremsen, das hilft auch in der Kurvenfahrt. Auch der Stabi wandert wieder so zu diesem typischen, wie ich es gerne fahre, vorne deutlich weicher als hinten. Das hilft einfach halt in den mittelschnellen bis schnellen Kurven. Und davon haben wir gerade im mittleren und letzten Sektor dann doch einige. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt. Ansonsten Bremsen, nichts Besonderes dabei. Und auch Reifen, jetzt auch kein Highlight. Deswegen, ja, mit dem Setup möchte ich es wagen. Jetzt auch im Blitzqualifying. Und deswegen, ja, wünscht mir Glück. Wir gehen direkt auf die Strecke. Ja, leichte Quersteher. Also man merkt richtig, dass der Anpresszug so ein bisschen auf der Hinterachse fehlt. Aber sonst schon mal ganz gut. Das war doof, stehende Räder, und damit wird der Weg zu lang. Und dann kriege ich keinen Grip mehr hin. Ha! Okay. Stufe 3 ist somit verkackt. So, jetzt der Mittelsektor. Komm rum, komm rum, komm rum. Boah, wahnsinniger Quersteher hier. Oh,
Komm, und Grip und Feuer. Ja, das war, glaube ich, keine Pole Position. Neunter nur. Okay. Ja, ich habe in Kurve 3. Während wir uns nach diesem aufregenden Qualifying wieder etwas entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Latifi, Seb de Camara und Louis Deletraz. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, das war auf jeden Fall keine Pole, ja, wie schon gesagt. Ich glaube, ich habe es hauptsächlich, wobei fast 5 Zehntel habe ich da auch nicht liegen lassen. Ich denke, beim Rausbeschleunigen war das Hauptproblem. Aus Kurve 1 und Kurve 3. Gerade Kurve 3 ist Anbremsen da rein, war halt stehendes Rad, dann wurde der Weg zu lang und dann fehlt der komplette Schwung. Aber ja, man muss es riskieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das könnte dadurch jetzt vielleicht ein geiles, spannendes Rennen werden. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und jetzt würde ich sagen, ich gebe nochmal ganz kurz ab an die Kommentatoren und vielleicht erfahren wir ja was ein bisschen über den Co-Kommentator, weil ich glaube, der ist mal GP2 gefahren. Und da vielleicht sogar erfolgreich. Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir da was drüber. Ja, der Running Gag muss einfach sein. Ja, also bis gleich. Heute steht das Rennen an, hier in Spielberg. Und die Fahrer treffen die letzten Vorbereitungen auf der Strecke, bevor es losgeht. Was für eine beeindruckende Kulisse. Das heutige Rennen wird ihr sicherlich gerecht. Spielberg weist eine sehr kurze Runde auf. Eine der kürzesten in dieser Formel-2-Meisterschaft. Die Strecke hat 7 Rechts- und 3 Linkskurven. Kurve 2, die nach links hoch zur ansteigenden Bremszone von Kurve 3 führt, bietet eine weitere Gelegenheit zum Überholen. Ich bin nicht der Einzige hier, der sich auf das heutige Rennen freut. Mein Freund, der ehemalige GP2-Champion Davide Valzecchi, sitzt neben mir und wartet gespannt auf den Start des Events. Wie geht's dir? Hallo Alex, mir geht es gut, danke. Und ich kann es tatsächlich kaum noch abwarten, bis es endlich losgeht. Ich habe das Gefühl, das wird etwas ganz Besonderes heute. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos bereit gemacht werden. Nicolas Latifi startet von der Pole Position. Und Sergio Sette Camara ist auf Position 2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Deletraz, King, Nobuharu Matsushita und Giotto, Hubert, Zhou, Schumacher, Dorian Boccolacci, De Vries, Gelay, Jack Aitken und Mazepin, Bosho, Aylot, Alesi und Juan Manuel Correa, Raghunathan und Tatiana Calderon komplettiert die Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, es wird also Zeit zur Strecke zu schalten. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Ja, endlich schönes Wetter und wie schon gesagt, ich glaube, da könnte richtig was gehen. P9 ist natürlich jetzt nicht unbedingt da, wo ich landen wollte. Ich habe jetzt eigentlich schon so gehofft, dass ich irgendwie so, ja, Sechster als Schlechtestes oder so, weil, ja, das wird schon, wird trotzdem schwierig, aber mal gucken, mal gucken. Wir haben ja ein bisschen Polster in der Meisterschaft. Ja, wir starten mit den zwei weißen Mischungen, die es gibt in der Saison, mit den Supersoft und den Softreifen. Runde 7 sollen wir reingehen, wir gucken uns das gerade mal an. Aber da könnte man fast einen Undercut machen sogar. Also das lohnt sich auf keinen Fall, aber, naja, wir lassen es mal so. Drüber können wir immer noch rein. Wir machen Situation bezogen, würde ich einfach mal behaupten. Ja, und dann nicht lange schnacken, sondern rein in die Einführungsrunde. Die Sonne steht auf jeden Fall gut tief. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ja, mal nicht so ein super geiles Qualifying-Ergebnis. Dich als Zuschauer wird es vielleicht freuen. Mich als Fahrer eher weniger leider. Also ihr merkt schon, ich hader noch ein bisschen damit. Aber ja, jetzt vergessen, jetzt Blick nach vorne richten und gucken, was so geht. Wie schon erwähnt, ich fahre sehr gerne hier. Finde die Strecke, das Ambiente einfach super cool. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Deswegen gucken wir mal, wie es läuft. Wir haben
Wie gesagt, drei DRS-Zonen, was uns natürlich auch nochmal einige Möglichkeiten gibt zu überholen. Allerdings müssen wir auch natürlich nach hinten aufpassen. Der Start wird jetzt natürlich wichtig sein. Wir sind halt mitten im Feld. Und gerade durch Kurve 1 müssen wir schauen, dass uns der Flügel auch heile bleibt. Also erstmal passiv, aggressiv in das Rennen reingehen und dann gucken, was geht. Schön auf jeden Fall, dass du am Start bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich versuche natürlich wieder einige Punkte mitzunehmen. Auch wenn wir in der Meisterschaft aktuell ein schönes Polsterchen haben. Aber, naja, die Meisterschaft geht noch ein bisschen. Das ist nämlich jetzt das Halbzeitrennen, wenn man so möchte. Runde 6. Und damit Rennen 11 und 12 von insgesamt 24 Rennen und damit 12 Runden. Es wird ja immer ein Zweirennenformat gefahren. Das ist jetzt das Hauptrennen, das Sprintrennen. Gibt es dann in der nächsten Folge. So oder so, ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß und bestmöglichste Unterhaltung bei diesem Rennen hier in Österreich in der Formel 2-Karriere als Mick Schumacher. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Von hinten wieder. Alter, wie die immer einen Katapultstart hinbekommen. Gibt's doch nicht. Da fliegen schon die ersten Flügel. Unsere ist aber noch ganz. Ja, Boccolacci macht's uns nicht leicht hier. Kann jetzt nicht selber attackieren. Das war ungut. Stehende Räder. Gleich hier einen Flatspot reingefahren. Starten tun alle hier auf den Supersofts, also auf den weichsten Reifen. Jetzt gucken wir mal. Okay, we're through the start phase. Now let's build on it. Ja, nicht so einfach. Ne? Man darf ja nochmal erwähnen, die Formel-2-Boliden sind fast alle identisch. Da gibt es nur minimale Abweichungen. Chassis ist gleich. Motoren sind in dem Sinne gleich. Natürlich gibt es da trotzdem in den Teams leichte Abweichungen, aber trotzdem. Es kommt viel, viel mehr auf den Fahrer an als in der Formel 1. Wenn die halt da schon zu zweit sind, ist es halt echt schwierig für mich, Angriff zu starten. Verbremst sich meine Chance jetzt hier. Hin in den Körb und Feuer. Ja, jetzt versuchen wir an Giotto dran zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Fahrzeug fühlt sich sehr gut an. Ganz anders als im Regen. Okay. Ja, dein Pech, hast dir selber den Weg ganz blöd gewählt. So, jetzt aber gucken, dass wir an Hubert rankommen. Ah, Fahrzeug fühlt sich so gut an. Wie im Training halt. Zu spät gebremst. Ja, zu viel darf ich auch nicht riskieren. Ich glaube, die Speed, die ich fahre, ist ganz gut.
That was the fastest lap of the race. Keep this up. We're leading our teammate by 4.0 seconds. Ja, schnellste Rennrunde. Gut, ich hatte auch DRS, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Boah, Vorsicht, ja, nicht zu viel Wheelspin riskieren. Ja, Giotto bleibt dran. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Lücke da nach vorne zu gefahren bekomme. Damit wir selber ein bisschen DRS bekommen. 1,5 Sekunden der Abstand. Eine halbe Sekunde muss ich noch irgendwie gewinnen. Aber die geben sich da vorne halt auch gegenseitig DRS. Ich hoffe nur, dass Giotto nicht unüberlegte Angriffe startet, weil das kostet uns dann beide Zeit und dann verlieren wir beide den Anschluss. Dann haben wir alle nichts mitgewonnen. Ich hole auf jeden Fall auf. Er ist halt dran. Ja, aber das wird nicht reichen zum Angriff. Der Schwierigkeitsgrad nach wie vor auf 103. Nicht verändert. Oh, das Auto fühlt sich so geil an. So macht es Spaß, ey. Bisschen zu weit raus. Wir gehen jetzt am Ball in die Box. Aber wir sind jetzt dran am Pack, das ist gut. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Oh, verdammt, der wurde aber richtig langsam. Ja, so viel, jetzt sind wir dran. Jetzt verlieren wir sogar eine Position, wenn es blöd läuft. Hoffentlich kein Schaden. Nee, das wollte ich natürlich nicht. Ja, da war der berühmte Ziehharmonika-Effekt doch stärker als gedacht. Und ich habe mich halt schon leider schon entschieden, da zu bremsen. Das war natürlich ungünstig. Also, sorry, geht raus. Ja, dann wissen wir da jetzt aber auch Bescheid. So. Na gut, ein Undercut. Nee, machen wir nicht. Jetzt sind wir am DRS-Fenster, das müssen wir nutzen. Geht auch keiner rein von denen. We're coming in this lap. Ja, nicht einfach, nicht einfach. Durch das die Boliden so ähnlich sind. Ja, verdammt. Reifen sind auch ein bisschen runder jetzt, ja. Ja, mit den frischen Reifen muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr pushen. Sonst fahre ich hier einfach nur hinterher und es bringt nichts. Auch wenn ich deutlich schneller könnte.
Wo ist denn die Schild hier? Okay. Ja, da muss ein bisschen noch was gehen. Also 3-4 Plätze oder so würde ich schon noch gerne gut machen. Aber ich habe noch bis jetzt keinen Weg gefunden, wo ich am besten attackiere. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Complete. Go now. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ja, jetzt habe ich den Anschluss ein bisschen verloren, oder? Ne, Gewehr war gar nicht drin, ne? Okay. So, komm, frische Reifen, jetzt Feuer frei. 12 Runden. Volle Attacke. Nicht im DRS-Fenster, okay. Nicht gut. Bin aber vor Hubert, also das hat ja schon mal geklappt. Also wir haben Position sogar gewonnen. Wir haben sogar Latifi direkt vor uns, der ja, glaube ich, aus Startreihe 1 gestartet ist. Oder sogar die Pole hatte, das weiß ich sogar gar nicht mehr. Hätten wir. Ja, Gegner einfach nur in Fehler zwingen. Kampflinie angedeutet und er verbremst sich und ich nutze es aus. So, Platz 3, läuft doch! Komm, dranbleiben. Deledras, der Nächste. Ja, immer diese Quersteher. Thank you.
That's a new fastest lap for the race. So, jetzt haben wir leider kein DRS. Deswegen push, 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 push. Oh, nicht gut. Aber Zweiter, sehr geil. Jetzt konzentriert weiterfahren. Und den vor allem hinten dran keine Chance mehr öffnen. Ganz schlechter Gangwechsel. Ja, aber jetzt haben wir frische Luft, dann kann der Motor auch ein bisschen kühlen. Das ist nämlich auch krass, wenn man die ganze Zeit in der Dirty Air fährt, hier bei diesen Formel 2 Boliden. Wie der dann warm wird. The car behind is dropping back. We're seeing a gap form. Das Problem ist halt das DRS, ey. Gerade jetzt in dem Abschnitt. Da muss ich ihn hinter mir halten. Dann passt's. Ja, das passt. Hier schafft er nicht einen Angriff, glaube ich nicht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie an Sette Kamera irgendwie rankommen. Aber da fährt er ja nicht umsonst da vorne. Eins, anderthalb Sekunden da vor uns. Nicht optimal um Kurve 1 gekommen. Aber 1,2 Sekunden. Wir holen auf, das ist gut. Einfach so weitermachen, dann ist hier wirklich nochmal ein Rennsieg drin. Naja, ich schaue schon auf die Reifen. Ist sowieso nicht mein Ziel, die zu überfahren. Zu weit. Aber wir sind im DRS-Fenster, sehr gut. Und der Ledras glaube ich nicht mehr. Jetzt keine dummen Fehler machen, jetzt cool bleiben. Dann geht ja was.
your teammate behind is 18.2 seconds. Got it! Komm! Jetzt im mittel- und letzten Sektor gut fahren, sich vielleicht ein bisschen absetzen. Sonst kriegen wir den Konda, wenn er DRS hat. Die frische Luft hier nutzen. DRS natürlich, aber Abstand müsste reichen. Es wird nochmal spannend jetzt bis zum Schluss, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich mich ihm entziehen kann. Das ist natürlich jetzt ungünstig, aber ich wollte gerade noch sagen, nicht, dass jetzt gleich noch ein Safety Car kommt. Aber egal, wir haben ja nichts zu verlieren jetzt hier. Wir sind vorne, wir geben das Tempo an, wir müssen nur den Restart gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen nur den Restart gewinnen. In die Box gehen, absolut unnötig. Aber natürlich kommt das ganze, die ganze Gruppe wieder zusammen. Dadurch kann es kann jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Also wenn die Gruppe hinten dran Druck macht, muss ich ja Sette Kamera auch verteidigen. Also mal gucken, ich muss nur den Restart gut hinbekommen. Wenn es überhaupt noch mal einen gibt, so viele Runden sind es ja nicht mehr. Ja, und seit Monaco wissen wir, wir dürfen nicht in den Vordermann reinfahren. Gut, der Vordermann ist diesmal das Safety Car, den sollten wir so oder so nicht reinfahren, aber... Okay, Leute. Reifen sind gut gleichmäßig abgenutzt, das spricht für ein gutes Setup und... und auch für einen guten Fahrstil. Ja, jetzt mal gucken, wie viele Runden wir hinterm Safety Car sind. Ende Sektor 2 wird's klar. Ja, wow. Haben wir schon fast gedacht. Ja, ich mach jetzt ganz langsam erstmal. Komm, Feuer frei. Komm, die letzten zwei Runden noch. Ah, nicht optimal hier rum. DRS ist ja noch nicht frei, das ist schon mal gut. Aber könnte natürlich sein, dass sie es zwecks der Spannung für die letzte Runde freigeben.
machen. So richtig absetzen kann ich mich nicht. Ja, zu weit raus. This is your final lap of the race. Okay, kein DRS, das ist schon mal gut. Glaube ich, oder? Nee. Hätten sie durchgesagt. Oh, viel zu spät. Was mache ich? Komm jetzt. Ja, irgendwie hat das Safety Car mich mehr rausgebracht, als es, dass es irgendwas anderes gebracht hat. Aber sei's drum, wir holen uns den nächsten Rennsieg. Geil. Fantastic. You've won the Grand Prix. Wir brauchen keine Pole Position. Das geht auch so. Bam. Ein großartiger Sieg heute für das Prema-Team. Und Davide Valsecchi, was meinst du? Wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Darum liebe ich diesen Sport. Dieser Wagen hat heute die Strecke dominiert. Man konnte sehen, dass der Fahrer voller Selbstvertrauen war und eine klare Strategie hatte. Dazu kam eine ausgezeichnete Kenntnis der Strecke, besonders in den etwas verzwickteren Kurven, wodurch sich der Wagen von den weniger selbstbewussten Fahrern deutlich absetzen konnte. Die Fans werden garantiert noch lange über diesen Tag sprechen. Es sieht aus, als würde jetzt die Siegerehrung beginnen, denn die Fahrer begeben sich nun nach draußen zu den Feierlichkeiten. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, es ist heute ein weiterer fabelhafter Teamsieg für Prema. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Mick Schumacher, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Ich glaube, heute fällt meine Wahl auf Mick Schumacher. Er hat die Strategie perfekt ausgeführt und hielt das gesamte Rennen über ein enormes Tempo. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Wir haben heute einen Formabfall der Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In der Zwischenzeit klettert Carlin mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Jo, das ist das richtige Stichwort. Natürlich steht noch das Sprintrennen an. Da werden wir dann von Position 8 ins Rennen gehen, denn die ersten 8 des Hauptrennens werden ja umgedreht in der Reihenfolge und das Rennen ist auch ein bisschen kürzer. Also von wegen, nur weil ich jetzt hier von 9 auf 1 geschafft habe, dass das auch im Sprintrennen passiert, ist nicht so einfach. Es wird auch keinen Boxenstopp geben. Der hat uns heute auch wirklich mal geholfen. Da haben wir wirklich Positionen gut gemacht. War aber ein geiles Rennen und ja, macht gerade richtig Laune. Schön, dass du auf jeden Fall mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich bin raus an dieser Stelle. Dann sehen und hören wir uns auch hoffentlich zum Sprintrennen hier in Österreich wieder und hoffen auf ein ähnlich geiles Rennen mit ganz viel Action. So oder so, ich sage tschüss, bis dann. Ciao!